geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zur Mod-Karriere. Das vorletzte Rennen dieser ersten Saison steht heute auf dem Programm, und zwar der große Preis von Las Vegas. So ziemlich eins meiner unbeliebtesten Rennen auf jeden Fall. Ich habe mich einfach noch nicht so wirklich angefreundet mit der Strecke, aber dazu haben wir heute eine neue Gelegenheit. Vielleicht wird das ja ein erfolgreiches Rennen, wer weiß. Wir haben ordentlich Ressourcenpunkte noch auf dem Konto, die wir wegballern können. Zum einen kann man dann mal die Reglementänderung hier komplett abschließen, da werden also keine Teile verloren gehen. Ich weiß nach wie vor nicht, ob wir hundertprozentig hierbei sauber bleiben, keine Ahnung. Habe ich ohne Scheiß auch für mich selber noch nicht entschieden, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, upgraden wir noch so gut wie möglich. Und falls wir das Team verlassen sollten, dann hinterlassen wir es auf jeden Fall optimal. So als würden wir hier weiterfahren. Ja, gelingt hier noch ein Upgrade? Ne, ich glaube, das war's leider. Ja gut, Treibstoffeffizienz würde gehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen unnötig. Da sparen wir lieber ein paar Pünktchen. Ah, da kommen sogar noch welche an. Okay, dann hat sich das eh erledigt. Dann können wir uns jetzt gleich vielleicht was anderes holen. Und dann geht's auch schon rein ins Wochenende. Leider kein Upgrade natürlich, weil wir uns zuletzt um die Reglementänderungen gekümmert haben. Das machen die anderen Teams aber überhaupt nicht, ne? Also entweder haben die unfassbar viele Ressourcenpunkte oder keine Ahnung. Alle vor uns haben voll gut geupgradet. Wir waren ja mal eine Zeit lang gleich auf mit Mercedes schon, vor McLaren und vor Aston. Jetzt sind die wieder ein ganz schönes Stück weg. Übrigens krass, wie nah die vier Teams hinter Red Bull auf einem Haufen sind, beieinander sind. Was können wir hier jetzt machen? Ich glaube immer noch nichts Besonderes. Ach komm, dann machen wir einfach mal Treibstoffeffizienz, scheiß drauf. Und dann geht's auch schon rein in dieses Wochenende hier. Ich habe so ein bisschen Respekt, bisschen Angst vor dieser Strecke, aber wer weiß. Eventuell wird es ja gut. Es würde mich eher überraschen, also ich rechne damit, dass das schwierig wird, aber es ist natürlich alles möglich. Das Auto zumindest mal an sich sollte hier echt sehr gut sein, vor allem auf der unendlich langen Gerade im letzten Sektor werden wir abgehen. Oh ja, ist ganz nette erste Runde, da geht noch ein bisschen mehr, aber das war schon mal echt in Ordnung. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir heute erstmals seit längerem wirklich Probleme haben werden, um in Q3 zu kommen. Das würde mich fast überraschen, wenn wir das schaffen, vor allem aufgrund dessen, wie gut die anderen alle geupgradet haben. Platz 5 zwischenzeitlich, vor Hamilton zum Beispiel. Ja, aber das geht so ein bisschen dahin, wo ich es erwartet hätte. Platz 14, nachdem jetzt jeder eine Zeit gesetzt hat. Bottas muss ganz schön stark gewesen sein. Oh ja, und auch insgesamt ist das hier alles nicht weit auseinander. Wir sind keine Sekunde weg vom ersten. Da können also ein paar Zehntel Verbesserung schon eine Menge ausmachen. Oh, er ist nochmal 3 Zehntel rausgeholt, wenn hier in den letzten Kurven gleich nichts mehr schief geht. Das war jetzt für meine sehr tragischen Vegas-Verhältnisse schon echt eine ordentliche Runde. Mal gucken, wo die uns hinbringen. Konzentration auf das Anbremsen hier. Oh, das hat gut gepasst. Da verpasst man echt ganz leicht den Bremspunkt. Vor allem, weil diese Gerade so lang ist. Das ist auch nicht so schwer, den Fokus ein bisschen zu verlieren. Aber das darf natürlich nicht passieren. Nicht hier im Qualifying und erst recht dann nicht im Rennen, wenn man da vielleicht in irgendwelchen Duellen ist. Oh yes, ordentliche Runde vor auf Position 8 vor unserem Teammate. Das könnte schon gut und gerne reichen. Das reicht, aber ganz knapp, nur auf Position 14. Da haben sich nochmal einige verbessert offensichtlich. Mich überrascht es total aber, muss ich sagen, wie knapp die Abstände hier sind. Das habe ich auf der Strecke so nicht im Kopf gehabt, nicht erwartet. Ich meine, wir sind ja nur etwas mehr als eine Zehntel weg von Bottas und der ist hier innerhalb der Top 10. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Das ist das ganze Feld, ah ne, innerhalb einer Sekunde. Das nicht ganz, aber fast so mehr oder weniger. Wenn man Sargent hier rausrechnet, dann könnte man das echt behaupten. Unglaublich. Ah, oh, der Alpine da hinten, wer ist das? Der schnort sich hier jetzt das DRS auf der langen Gerade. Somit helfen wir auch dem Konkurrenten hier echt gut weiter. Wow, das wird ein Riesenvorteil für ihn sein. Der war auch die ganze Runde über schon echt nah dran. Eieiei. Oh, das wird dem jetzt, was weiß ich, so um eine halbe Sekunde vielleicht beschert haben, nur in diesem Streckenabschnitt. Stroll, mal eine seltene Q2-Teilnahme für den Aston Martin. Oh, und das war's mit dem Alpine da hinten. Okay. Ja, so viel dazu. Pierre Gasly war das. Dann war der Vorteil vielleicht doch gar nicht so enorm, den er durch uns hatte. Ja, ich weiß nicht, was der da macht. Also, wir sind halt direkt vor ihm, ja, aber der fährt einfach von alleine in die Wand. Ah, danke für das Thumbnail, Pierre. Sehr nett. Letzte Kurve für uns. Die Runde war ordentlich. In Richtung 32,5 wird es, denke ich, gehen müssen für Q3. Davon sind wir offensichtlich noch weit weg. Das waren aber auch nur gebrauchte Reifen. Jetzt gleich im letzten Run. Kommt's drauf an. Ja, apropos knappe Abstände übrigens, Leclerc und Russell vorne zeitgleich aktuell. Albon,
Albon, 2 Zehntel davon entfernt. Nicht mal so ganz sogar. Auf Position 8 aber. Das ist ja krank. Norris 2 Zehntel weg auf der 9. Dahinter, gut, da wird es dann ein bisschen deutlicher. Vor allem hier zwischen Fernando und Bottas. Aber also die Top 9, das ist ja unglaublich. Und hinter Alonso geht es dann wiederum knapp weiter. Da ist Bottas nur wenige Hundertstel von uns entfernt. Tsunoda ist da noch dazwischen. Wow, mega. Was ein spannendes Qualifying. Yes, das sieht nach einer kleinen Überraschung aus, zumindest für mich persönlich. 8/9 Zehntel Verbesserung, die müssen eigentlich reichen, um uns da in die Top 10 reinzubringen, wenn da vorne keine Wunder mehr passiert sind. Oh yes, Platz 8, Q3 hier in Vegas. Könnte vielleicht das erste überhaupt sein, eventuell, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es noch nicht allzu oft vorgekommen sein. Wow, habe ich nicht unbedingt erwartet, aber ja, es muss auch sagen, das fühlt sich ganz gut an hier im Qualifying. Ich fühle mich echt wohl. Oh, ausgerechnet Albon haben wir verdrängt. Was ist das? Aber Albon ist keine 2 Zehntel weg vom ersten und fliegt raus. Schafft's nicht in Q3. Das ist unfassbar. Auch Alonso nicht weit weg. Was? What the fuck, wirklich? Das ist was? Die sind hier vorne alle innerhalb von 1/10. Top 6 innerhalb von 1/10. Sechster übrigens Stroll, was auch sehr interessant ist. Was zur Hölle? Was für ein Qualifying. Das muss die knappeste Top 10 sein, die wir je hatten in dem Qualifying. Da bin ich mir sicher. Also das ist ja der Wahnsinn. Krank. Wenn das jetzt gleich im Kampf um die Pole auch so zur Sache geht, dann, ja, dann müssen wir uns warm anziehen. Dann wird das hier gleich doch ganz spannend. Oh ja, ordentliche Runde, auch zum Abschluss dieses Qualifyings. Wo beenden wir das Ganze? Gefühlt ist ja irgendwie alles möglich, wenn man die Abstände von vorhin sieht. Kann mir allerdings auch vorstellen, dass die anderen Jungs nochmal eine kleine Schippe draufgepackt haben. Also ist es leider offensichtlich. Oder die Runde war nicht so gut, keine Ahnung. Aber auch Platz 10 ist mega. Aua, okay, jetzt hier in Q3 ist das Ganze ein bisschen deutlicher. Eine Sekunde fehlt auf Max an der Spitze. Eine 32,6 ist auch nicht ganz die beste Zeit. Ich glaube, eine 32,4 hatten wir in Q2. Aber auch die hätte nicht gereicht, um hier jemanden zu besiegen. Also, das geht schon so klar. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet vor dem Wochenende, dass wir es überhaupt in die Top 10 schaffen. Das war ein super Qualifying. Hat sogar Spaß gemacht, muss ich sagen. So auf eine Runde habe ich mich hier echt wohl gefühlt. Im Rennen wird das aber eine andere Geschichte, ne? Mit anderen Autos um uns herum, logischerweise. Mit vor allem der etwas schlechteren Race Pace, die wir häufig haben. Dann wird das interessant. Das wird heute echt ein Fight, so um die letzten Punkteränge. Hoffentlich zumindest. Hoffentlich wird es nicht irgendwie schnell nach hinten gehen. Die Befürchtung habe ich aber so ein bisschen irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Eventuell rettet uns auch unser guter Motor wieder. Das kann natürlich ein Faktor sein. Keine Ahnung. Ein spannendes Rennen wird es aber, denke ich, allemal von hier aus. Los geht's. Diesmal ist es auch tatsächlich Startplatz 10. Also keine Quidstrafen bei den Jungs vor uns. Eine 2-Stop ist hier ausgewählt. Ist der Reifenverschleiß hier so extrem? Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber die Strategie sieht mir auch sehr komisch aus. 7 Runden auf harten Reifen und dann, wie viele sind das dann? Mehr auf Mediums? 9 auf Mediums? Das macht, glaube ich, ein bisschen wenig Sinn. Nee, wir bleiben bei der guten alten Medium-Hard. Aber es scheint zumindest so, als würden die Softs hier nicht wirklich in Frage kommen. Ich weiß das nicht mehr. Das letzte Rennen ist hier so lange her. Was war denn das? Das war wahrscheinlich My Team-Karriere damals, ne? Die
letzte Saison. Das war, glaube ich, die WM-Entscheidung da. Als Senna hier Weltmeister geworden ist in My Team, kann das sein? Ja, das ist ja Ewigkeiten her. Das sind ein paar Monate auf jeden Fall. Machen wir so. Ich weiß nicht, wie die Strecke da ist. Nicht, dass wir irgendwie Probleme bekommen. Und dann geht's direkt an den Start. Vorletztes Rennen der Saison. Wichtig natürlich, dass das gut wird. Und auch Abu Dhabi beim letzten Mal. Einfach um die Saison positiv abzuschließen. Mit einem guten Gefühl dann in die nächste zu starten. In der wir hoffentlich zu noch etwas größeren Dingen fähig sein werden. Wer weiß. Los geht's! Das ist die Einführungsrunde und die Stimmung steigt, während der Start des Rennens immer näher rückt. Welches Team wird sich durchsetzen? Wer hat heute die richtige Strategie? Gleich werden wir es wissen. Hamilton etwas weiter vorne, der Einzige, der nicht auf dem Medium-Reifen losfährt, der entscheidet sich für die Harten. Macht der vielleicht diese komische Zwei-Stop? Ich weiß es nicht. Vorsichtig hier in Kurve 1. Dann wird es natürlich, wie immer, auf jeder Strecke sehr, sehr langsam, wenn so viele Autos da einbiegen am Start. Da wollte ich mich irgendwie weit raustragen lassen, um vielleicht gegen Stroll eine Chance zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Aber der Ausgang bei den Jungs da vor uns war nicht so optimal. Oh, das ist jetzt schon eine andere Geschichte hier mit so vielen Autos vor sich, also ist diese Strecke alleine einfach zu fahren. Alonso macht da ordentlich Druck, möchte nicht locker lassen, aber noch behaupten wir uns gegen den Spanier, der mal ganz, ganz ausnahmsweise von Stroll geschlagen wurde in dem Qualifying. Das kann doch nicht oft passiert sein in dieser Saison. Ah, und er möchte es jetzt auch wissen. Hat sich vor uns auch schon ein Albon geschnappt offensichtlich. Eigentlich war Alex ja auf Position 11, Rad an Rad jetzt in diese schnellen Kurven hinein, bevor es dann auf die lange Gerade geht. Boah, was ein geiles Duell, aber direkt gegen Fernando, der möchte überhaupt nicht locker lassen. Zieht auch jetzt nicht zurück. Nun sind wir aber, glaube ich, im Vorteil mit unserem Topspeed, oder? Ich weiß es nicht, so ein Windschatten hier auf dieser langen Gerade, der wird wahrscheinlich auch nicht so schlecht sein. Ich glaube, die Gerade, die ist wirklich so lang, dass uns selbst unser guter Motor nicht so richtig rettet. Obwohl, ja doch, das sieht schon okay aus. Spätestens aber, wenn das DRS aktiviert ist und wir es nicht haben sollten, wird das ganz, ganz interessant. Da hinten geht es ordentlich zur Sache. Das kann uns aber egal sein, auch zu dritt nebeneinander sogar die Jungs da. Ja, macht das ruhig mal. Das verschafft uns einen kleinen Puffer, wow. Was eine erste Runde, Uhren, das RS auch voll am Limit. Es ist leider dadurch aber schon recht früh eine ziemlich große Lücke aufgegangen zu den Autos vor uns. Und somit sind wir nur auf dem letzten Punkt rein. Hier darf also nichts mehr schief gehen, falls das am Ende was Zählbares geben soll. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe sehr, dass wir da vorne nochmal rankommen können. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich gehe echt davon aus, dass wir im Rennen hier ein bisschen Probleme haben werden. Ja, das zeichnet sich auch jetzt schon sehr, sehr früh so ein bisschen ab. Es gelingt nicht so richtig, die Lücke zu Stroll zu schließen. Ich meine, das ist halt nur Stroll, ne? Das ist jetzt auch keiner der absoluten Frontrunner. Alonso wiederum ist erneut rangekommen, nachdem es vorhin dieses Duell gab, was ihm ein bisschen Zeit gekostet hat. Und jetzt wird er sich wohl auch durchsetzen hier auf der Gerade, oder? Ja, ne, sobald er aus dem Windschatten ausschert, sind wir schneller, ziehen den hier voll ab und behaupten uns, oder? Hier innen darf man die Position eigentlich nicht hergeben. Ne, das passiert auch nicht. Ich habe aber jetzt schon Angst vor dem DRS gleich. Das wird jetzt schon erstmals aktiviert sein auf dieser kleineren Gerade, hier auf dieser kürzeren. Wahrscheinlich wäre es gar nicht so fatal, wenn Fernando hier vorbeikommen würde, sodass wir uns das DRS dann auf der langen Gerade holen können. Wenn wir das dort nämlich nicht haben, dann wird es nicht nur gegen Alonso eng, sondern wahrscheinlich auch gegen Albon und Bottas, die ebenfalls nicht weit weg sind. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir da innerhalb der Sekunde bleiben, ne? Aber das wird zumindest in dieser Runde noch gelingen. Dann ist halt auch die Frage, will man da angreifen? Will man da überholen? Oder bleiben wir dahinter im DRS? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist hier auf der langen Gerade, oder? Das wird so stark sein, das DRS. Unser Topspeed wird so gut sein. Das ist wahrscheinlich fast unmöglich. Oh, sein wird dann nicht anzugreifen. Und vor allem kommt Albon da hinten so angeschossen, dass wir angreifen müssen, um nicht gegen ihn ein Problem zu bekommen. Jetzt sieht man mal, wie es Alonso ergeht. Genau so wäre es uns auch gegangen hier ohne DRS. Vielleicht ein bisschen besser, weil wir einen etwas besseren Motor haben als der Aston. Aber auch nicht um Welten. Das wäre ein ziemliches Drama geworden. Und Albon macht den Gasly aus dem Qualifying. LOL, sag mal, wie bescheuert sind denn die an dieser Stelle? Das war genau das, was wir im Qualifying mit Pierre vorhin schon erlebt haben. Ganz, ganz komisch. Der ist ja nicht mal so nah an uns dran. Und ja, keine Ahnung, was das dann sein soll. Ich weiß es nicht. Das ist aber schon mal ein kleiner Bonus für uns. Albon wäre auf jeden Fall ein Konkurrent gewesen. Es ist noch nur ein VSC, aber ich glaube, das wird ein richtiges werden. Ja, ich habe überlegt, jetzt vielleicht reinzukommen. Da ist das richtige Safety Car, ja, das war klar.
Aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt, glaube ich, noch zu früh für einen Wechsel auf harte Reifen, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das so clever gewesen wäre. Zumal wir auch so echt okay dabei sind. Da ist so ein Risiko gar nicht mal notwendig. Am Ende dann nämlich auf komplett toten, harten Reifen unterwegs zu sein, das ist es nicht. Und auch jetzt ganz am Ende des Feldes zu sein, ist es nicht. Oh, da vorne nutzt das aber tatsächlich jemand für den Boxenstopp. Und das ist ausgerechnet Hamilton, der auf harten Reifen ja losgefahren ist. Also die Strategie von Mercedes, die muss mir mal jemand erklären. Das ist nämlich ganz, ganz seltsam. Ich tippe einfach mal, dass der das machen wollte, was uns vorgeschlagen wurde. Diese ganz komische Zwei-Stop, in der man nur ganz kurz... Oh, Alonso da hinten mit einem Problem. In der man nur ganz kurz auf harten Reifen fährt und länger auf Mediums. Alonso, glaube ich, mit einem Motorschaden. Der ist langsam geworden im Rückspiegel. Gelbe Flagge sieht man nicht, weil die ganze Karte gelb ist. Aber ja, Alonso draußen, der nächste Konkurrent, der sich verabschiedet. Und schon haben wir zwei Saubers hier innerhalb der Punkte. Also bislang habe ich wirklich überraschend viel Spaß auf dieser Strecke hier. Das habe ich mir alles sehr, sehr viel schlimmer vorgestellt. Aber das kann ja alles noch kommen, ne? Wir haben immer noch 20 Runden hier vor uns. Oh, noch jemand bei Boxenstopp, ein Ferrari. Okay, das ist ganz kurios. Aber klar, wenn man das vorhat, dann lieber jetzt hinterm Safety Car, als wenn es reinkommt. Sainz war das. Weiter geht das Rennen. Ich schätze mal, der Restart wird recht unspektakulär auf dieser kurzen Startzielgerade. Da kann es eigentlich nicht allzu viel Action geben. Aber das ist so ein Restart, der gut machbar ist. Also haben wir eventuell sogar eine kleine Chance gegen Stroll, wenn wir es gut timen. Das war gut getimed. Ja, oh ja. Bremspunkt. Oh, schwierig zu finden, wenn man hier innen ist, wenn da so viele Autos sind, die auch den Brake-Marker verdecken, was da der Curb ist für mich. Aber das war sehr gut gemacht. Vorbei an Lahns alternative Strategie hier von Jeff. Das kann eigentlich nichts Weltbewegendes sein. Hab's jetzt leider nicht hinbekommen, da drauf zu schauen, aber es wird nichts Wildes gewesen sein. Ich meine, oh, da ist es immer noch. Okay, ein bisschen später auf die harten Reifen oder früher oder was auch immer. Das ist gerade alles ein bisschen chaotisch. Vor allem das, was da vorne abgeht zwischen, ich glaube, Lando Norris und einem Ferrari. Das ist nicht ohne. Da hatte ich gerade meinen Fokus drauf. Außerdem müssen wir natürlich auch weiterhin auf Stroll schauen. Das hilft uns aber enorm, was die beiden da vorne machen. Piastri und Leclerc sind das. Eieiei, das hält diese ganze Gruppe hier gut zusammen, wodurch wir jetzt vielleicht auf der Gerade eine Chance bekommen. Oh, ist das langsam. Oh Gott, ich dachte, wir schallern Russell da volle Kanne rein. Aber das hat irgendwie funktioniert. Jetzt haben wir eventuell aus dem Windschatten raus eine Chance, oder? Wow. Das ist mal was Neues für uns in dieser Saison. Da kommen wir gar nicht so überragend dran an George, beziehungsweise im ersten Moment sogar gar nicht. Und nun aber doch immer besser und besser. Da vorne geht's richtig ab. Oh, lieber ein bisschen früher bremsen. Lieber ein bisschen früher bremsen. Das wird mit Sicherheit langsam sein. Russell links neben uns. Unfassbar viel Chaos da vorne. Eieiei. Was für geile Duelle erleben wir denn hier bitte teilweise. Das ist echt nicht ohne. Wird mit Sicherheit auch noch nicht vorbei sein. ARS leider wieder erschöpft. Ja, hier gibt's halt auch so viele Gelegenheiten, um das einzusetzen. Vor allem, wenn man in solchen Duellen ist, die ganze Zeit. Das ist dann immer verlockend. Es bleibt bei Platz 7 nach all dem. Oh, aber das wird mit Sicherheit noch nicht das letzte bisschen Action gewesen sein. Da vorne geht's schon weiter zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen hier in diesen langsamen Streckenabschnitt hinein. Oi, oi, oi. Das wird bestimmt wieder ganz, ganz langsam, oder? Die Kurve hier hasse ich übrigens. Da schätze ich den Bremspunkt immer so ein bisschen. Das ist ganz, ganz schwierig, den richtig zu finden, weil es da keinen richtigen Marker gibt. Okay. So kann man auch mal überholen, ja. Was hat denn George da gemacht? Ich weiß es nicht. Der ist plötzlich total langsam geworden. Macht uns dann hier auch noch die Tür auf. Ja, und dann driften wir irgendwie vorbei an ihm. Oh, jetzt allerdings möglicherweise der Konter von Russell hier auf der langen Gerade. Oder auch nicht. Der Windschatten, den wir auf Ausgarten, rettet uns so ein bisschen. Norris am Verteidigen. Uiuiui. Boah, das ist schon geil, was hier alles abgeht. Aber es ist auch unfassbar riskant. Und man muss nur einmal ein bisschen zu spät bremsen. Und schon kann es das gewesen sein. Oh, oh. Das ist eine schlechte Stelle für den Fehler. Das wird George jetzt auf jeden Fall die Chance geben auf der Gerade. Ah, das ist bitter, oder? Vielleicht ist es auch noch nicht ganz vorbei. Oh, ich möchte mich eigentlich nicht duellieren in diese Kurve hinein. Und der wird sich auch durchsetzen da innen. Besser ist es wahrscheinlich sogar. Konterchance jetzt auf der Gerade. Vielleicht sogar gegen Russell und Oscar. Ich hoffe, George schert jetzt nicht im selben Moment aus, in dem wir es tun. Ah, Oscar sieht das aber kommen. Verteidigt. Ja. Und das war jetzt mal das, was ich eben angesprochen habe. Wie haben wir da keinen Schaden, keinen großen? Ich weiß es nicht.
einmal ein bisschen zu spät dran und schon wird's ganz gefährlich in so einer Situation. Aber nochmal mit einem fetten blauen Auge davon gekommen. Da kann auch um Welten mehr passieren. Ich glaube, wir haben sogar tatsächlich gar keinen Schaden. Nur das ist nicht mal leichter. Das ist einfach gar nichts. Riesenglück. Da vorne geht's weiter. Sag mal, bekommt mich ja auch mal eine Runde lang Ruhe von irgendwelchen Duellen? Ich glaube ja nicht. Gehen die Rad an Rad in diese Kurven? Wenn ja, dann wird das auch ganz schnell interessant für uns. Aber nee, George setzt sich durch. Oscar muss da jetzt auch schon ganz schön abreißen lassen zum Mercedes-Piloten. Da vorne ist das die Chance für uns, um da eventuell vorbeizuziehen, um wieder auf Platz 6 vorzukommen. Ich glaube schon, das sieht ganz gut aus. Hoffentlich lässt er uns hier die Tür offen. Oh, und Russell da vorne natürlich, ja, ohne DRS. Also ohne DRS braucht man hier gar nicht ankommen. auf dieser Gerade, da hat man ja gar keine Chance. Das müssen wir uns auch merken, dann möglicherweise fürs Ende des Rennens, falls wir da jemanden hinter uns haben sollten. Man braucht das DRS an dieser Stelle. Riesenduelle auch direkt da hinten, was uns eine kleine Lücke verschafft. Aber die da vorne, die sind scheinbar auch nicht sehr viel entspannter drauf als Russell und Co. gerade. Perez und Leclerc auch gut am Fighten. Und das bringt uns halt immer wieder ran. Jetzt haben wir allerdings gleich ein Problem. Außer das Duell da vorne bringt uns noch ins DRS. Nee, ich glaube nicht. Und somit tritt jetzt das ein, was ich eben noch vermeiden wollte. Lässt sich halt aber nicht immer vermeiden. Jetzt wird es leider passieren. Jetzt sind wir ohne DRS hier auf dieser Gerade. Und somit auf jeden Fall Russell mal vorbei. Und dann haben wir ein bisschen Glück, dass dahinter eine kleine Lücke ist. Somit wird es wohl bald George bleiben. Sehr gut. Oh, und verteidigt der so extrem. Alter, wir sind doch schon 10 Kilometer hinter dir. Fahr doch eine normale Linie. Boah, es ist schon der. Wir sind ja nicht mal richtig im Windschatten. Ich wollte hier jetzt. Ich wollte gar nicht angreifen. Ich wollte wirklich nicht angreifen. Sind wir auch extra rechts geblieben. Russell war links. Ich hatte gar keinen Bock, da wirklich rangesaugt zu werden. Aber auf dieser Gerade, die ist so unendlich lang, da hat man einfach keine Chance ohne DRS. Wir werden jetzt an die Box kommen. Runde 12, so wie es ursprünglich geplant war. Jeff hat dann zwar Runde. Wo ist denn hier die Linie? Jeff hat dann zwar Runde 14 vorgeschlagen mit dieser Alternativen, aber ich bin nicht mehr so zufrieden mit den Reifen. Das war jetzt schon echt ein bisschen kritisch. Russell ist auch eigentlich echt gut von uns weggekommen, aber wir waren halt noch in diesem Sekundenfenster. Oh, oh, das wird jetzt ein bisschen nervig. Da kommen nämlich einige gerade die Fastlane entlang gefahren. Oh, wir ghosten aber rein in Russell. Okay, das ist nett, Spiel. Das ist nett. Da hätten wir auch noch ein bisschen mehr Zeit verlieren können eigentlich. Harte Reifen jetzt für alle. Also die Medium Hard scheint hier heute relativ klar zu sein. Wir kommen auf die Strecke auf Platz 15. Ich muss echt sagen, das ist eine von wenigen, wenn nicht die einzige Strecke, auf der ich manchmal so dermaßen überfordert bin. Hier geht so viel ab, außenrum, dann ist es so schwierig, teilweise die Bremspunkte zu finden, dann ist die KI auch noch so crazy. Ich habe hier so oft, auch in diesem Rennen, schon so Momente, wo ich mir denke, Alter, was geht ab, was geht ab, wie soll das jetzt irgendwie gut ausgehen? Aber bislang klappt es meistens. Ah, kein DRS mehr jetzt auf Russell leider. Das wird Ocon hier ins Spiel bringen. Der ist mal wieder sehr, sehr gut unterwegs in diesem eigentlich so schwachen Alpine. Hat er auch in Brasilien schon ein Mega-Rennen gemacht, Esteban. Ja, jetzt kommt halt der zweite Stint, ne? Der ist uns des Öfteren schon so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Das kann hier auch noch bitter werden. Punkte sind noch nicht safe, auf gar keinen Fall. Auch wenn wir zwischenzeitlich mal Fünfter waren. Ein paar weitere Fahrer jetzt drin, eine Runde später, unter anderem auch Bottas, die schnappen wir uns aber allesamt. Platz 9. Puh, gerade so noch im DRS von Ocon geblieben, aber der ist jetzt wirklich völlig on fire, greift auch Russell an, in dem Alpine. Sag mal, wo kommt denn der jetzt her auf einmal? Ich habe echt keinen Plan, aber das ist eine mega Leistung von Ocon gerade. Weiß nicht, ob uns das Sorgen machen muss oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie schnell er gerade ist. Oh, und da vorne ist jetzt Hamilton drin zum zweiten Mal. Das ist eine tolle Strategie, Mercedes. Das ist wirklich super. Ganz, ganz fantastisch. Den werden wir noch bekommen. Dann ist es Platz 8 immerhin. Jetzt sind wir raus aus dem DRS. Jetzt sind wir raus. Das hat sich so ein bisschen angebahnt. Zum Glück haben wir eine kleine Lücke nach hinten. Hä, hey, Ocon ist ja auch die schnellste Runde gefahren sogar, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja unfassbar, da vorne ist was passiert. Das war's mit Esteban. Nein, das war's mit Russell. LOL. Ist der abgeflogen beim Versuch, Ocon anzugreifen oder was? Oder hat Esteban da irgendwie die Tür komisch zugemacht? Gleich werden wir es sehen. Nee, es ist das, was man von der KI kennt, was wir zum Beispiel von Oscar gesehen haben in Monza, direkt hinter uns. Wow, was ein chaotisches Rennen. Und das rettet Sainz jetzt so ein bisschen, obwohl auch seine Strategie nicht viel besser ist als die von Lewis zum Beispiel. Auf Carlos bekommen wir Platz 6. Ein Alpine und ein Sauber auf 5 und 6. Ein Haas auf der 8. Gassi ausgeschieden, ach so. Aber das war einfach nur ein technisches Problem offensichtlich. Crazy, das sind ein paar ganz verrückte Ergebnisse.
Rein geht's in die Schlussphase dieses Grand Prix. Das wird mit Sicherheit nochmal ordentlich zur Sache gehen. Hier ist gefühlt echt alles möglich. Von, ich sag mal, dem Podium bis hin zu keinen Punkten. Vielleicht sogar einem DNF, wenn was ganz schief läuft. Das ist echt alles denkbar. Und was genau passieren wird, das erfahren wir jetzt gleich in den nächsten Runden. Perfektes Timing hier am Restart. Hoffentlich auch perfektes Timing auf der Bremse. Und dann ist das der zweite Restart. Das zweite Überholmanöver für uns. Und das auch ein ganz schön wichtiges gegen einen direkten Konkurrenten eigentlich mit Esteban. Zumindest so, was das Auto angeht. In der WM nicht unbedingt. Stark gemacht von ihm, dazu kontern. Wir bleiben jetzt auch erstmal dahinter. Das ist, glaube ich, nicht so blöd. Obwohl das... Oh, oh. Bisschen spät und Esteban verteidigt da auch. Das ist nicht so gut, sich hier zurückzuhalten offensichtlich, weil dann direkt die Jungs dahinter angreifen, wie jetzt in dem Fall Oscar, der sich durchsetzt da außen. Auch kein optimaler Bremspunkt, schade, aber trotzdem alles okay. Tsunoda ist ja auch innerhalb der Punkte, lol, hier geht's richtig ab. Oh, was geht da vorne schon wieder ab? Die Restart-Runde war abgesehen vom Restart an sich echt entspannt. Da ist nicht viel passiert. Aber jetzt geht's wieder rund. Und das wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Duell sein, was wir beobachten können in diesem Rennen hier. Zum Glück ist es gelungen, so ein bisschen wegzukommen von K-Mac. Somit... Wenn es optimal läuft, hat er gleich kein DRS, auch wenn es aktiviert ist. Und dann gibt es vielleicht eher Duelle hinter uns. Und dadurch geraten wir dann nicht in Gefahr, hier noch die Punkte zu verlieren. Aber das ist alles nur Theorie. Im Endeffekt müssen wir einfach so schnell fahren wie möglich. Und dann wird sich zeigen, was am Ende drin ist. Aber das ist schon mal gut. 1,5 Sekunden Puffer. Stroll wird er vielleicht gleich angreifen. Das kostet die nochmal mehr Zeit. Dann ist eventuell Tsunoda dahinter. Der glückliche Dritte kann sich da dann vorbeischieben. Kostet noch mehr Zeit. Also das ist alles schon mal sehr, sehr schön. Auf jeden Fall angenehmer, als ihn direkt hinter uns zu haben. Oh! Ist das da vorne ein Duell um die Führung? Ich glaube schon, die sind ja alle mega eng beieinander. Die komplette Top 6 hier vor uns, direkt in einer Reihe. Und das nicht in Runde 1, nicht in Runde 2, nee, in der 20. In der 20. von 25, kurz vor dem Ende des Rennens. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Ding hier kann an jeden gehen hier vorne. Wir sind eigentlich echt nicht schnell genug, um hier mitzuhalten. Als die jetzt mal ein bisschen... normal gefahren sind, ohne sich andauernd zu duellieren, haben die sich direkt abgesetzt. Da hatten wir nicht wirklich eine Chance. Aber diese ständigen Duelle, die bringen uns hier halt immer wieder rein. Und die Duelle, die werden jetzt auch nicht mehr aufhören. Nicht, wenn das DRS aktiviert ist. Nicht, wenn eh alle so nah beieinander sind, oder? Was passiert da vorne? Ja, ein bisschen was Rad-an-Rad-mäßiges ist da auf jeden Fall. Wow, was ein geiles Rennen. Und mir gefällt die Position... überragend, in der wir gerade sind. Das ist wirklich top. Das haben wir irgendwie gut gemacht oder haben wir halt gut Glück gehabt. Wir haben niemanden hinter uns, der Druck macht. Wir sind hier so voll in Lauerstellung, sind im DRS die ganze Zeit. Wenn da irgendwas passiert, können wir es hoffentlich ausnutzen. Wir sind eh auf einer guten Position mit Platz 7. Wirklich optimal. Wenn wir das jetzt noch verkacken, dann tut's weh. Dann tut's weh, weil jetzt gerade sieht's schon sehr, sehr gut aus. Unmittelbar dran an Oscar zu Beginn der langen Gerade. Leider ist die KI sehr, sehr stark am Ausgang aus dieser langsamen Kurve, weshalb es dann nie so ganz gelingt, hier direkt dran zu bleiben. Aber das DRS und der Windschatten ein bisschen ERS können uns vielleicht ins Spiel bringen im Kampf um Position 6. Jetzt aber kein ewiges Duell führen, nicht den Anschluss verlieren zu den Jungs da vorne. Das muss halbwegs schnell gehen, das... wird aber nicht schnell gehen. Oh, viel zu spät gebremst. Okay. Das ist alles andere als schnell. Völlig die Hinterräder blockiert. Shit. Das war jetzt nicht optimal. Aber alles gut. Bottas 9. Stark. Aber so ein Riesenproblem war das echt gar nicht. Weil die da vorne so langsam sind durch die ständigen Duelle, dass wir so gut wie direkt wieder dran sind. Piastri wird schon das DRS haben auf Ocon. Leider klopft jetzt hinten Hamilton an, der ja auf Mediums ist. Oh, dahinter ist aber eine Riesenlücke zu unserem Teammate. Das sehe ich ja jetzt erst. Ist die jetzt erst aufgegangen vielleicht? Keine Ahnung. 4 Sekunden, 5 fast. Okay, das ist natürlich so ein bisschen beruhigend. Chance Nummer 2, Versuch Nummer 2 gegen Oscar. Gehen wir direkt diesmal vielleicht nach innen. Aber jetzt aber nicht so total verbremsen. Schön auf den Bremspunkt schauen. Curb anfangen, ja. Wieder spät. Oh Mann, das ist echt schwer hier in dem Duell. Das ist wirklich, wirklich schwer. Hat wieder ein bisschen Zeit gekostet. Nicht optimal gemacht, Mann. Da hätten wir jetzt schon zweimal vorbei sein können. Beide Male einfach schlecht angegriffen. Aber jetzt setzen wir uns durch mit dem Top-Speed-Vorteil gegen den McLaren. Platz 6. Jetzt allerdings natürlich leider kein DRS. Somit die Chance für Oscar. Das wäre mir auch ganz recht. Hamilton sollte dahinter bleiben am besten. Oh yes, das ist perfekt. Wäre da nämlich nicht jetzt vorbeigekommen, dann hätten uns beide auf der langen Gerade überholt. Und das ist hier echt passend so ein bisschen zu Las Vegas, voll das Pokerspiel. Man muss einfach hoffen, beziehungsweise muss es irgendwie gut timen, dass man vor allem in der letzten Runde dann nicht vorne ohne DRS ist auf der langen Gerade.
Am liebsten würde ich jetzt einfach gerne hinter Oscar chillen mit dem DRS, aber ich fürchte, wenn wir das machen, wird Hamilton angreifen. Somit müssen wir fast vorbei. Wir haben keine andere Wahl so richtig. Okay, Position 6 wieder. Da gibt's natürlich auch Schlimmeres, die beiden da ein bisschen am Fighten. Vielleicht zieht sich das Duell ja ein wenig, wenn Oscar nochmal dagegen hält. Jetzt auch mal wieder den Bremspunkt getroffen für die Kurve. Na klar, wenn man alleine fährt, ist das natürlich bei weitem nicht so schwer. Und Hamilton macht das, was wir schon so oft gemacht haben. Sag mal, ist die KI völlig bescheuert in dieser Kurve? Ja, geil. Das hilft uns natürlich enorm. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das sehen. Oh, an diesem Wochenende. Oscar ist da auch reingefahren. Frontflügelschaden beim Australier. Der wird an die Box kommen. Der hat gar keinen Frontflügel mehr. Ich glaube, dahinter sind alle safe durchgekommen. Bottas unter anderem, der jetzt eine super Position haben wird. Und für uns war das jetzt hier der Freifahrtschein. Das müssen wir jetzt nur noch ins Ziel bringen. Da ist eine Riesenlücke nun hinter uns. Das ist Bottas. Und hier sind wir. Wie viel ist das? 5 Sekunden, ungefähr so der Puffer, den wir auch davor auf unseren Teammate haben. Geniales Teamergebnis übrigens, der Zwischenstand zumindest. Ja, einfach ins Ziel bringen. 2 Runden noch und dann ist das ein Mega-Ergebnis auf einer Strecke, auf der ich bei weitem kein Mega-Ergebnis erwartet hätte. Ein letztes Mal jetzt hinaus auf die lange Gerade. Jetzt ja keinen dämlichen Fehler mehr machen. Aber das traue ich mir tatsächlich zu. Die Reifen jetzt auch langsam so ein bisschen am Limit. Bin mal gespannt, was bei Bottas noch passiert. Bei uns wird es echt entspannt. Also, dass das Rennen hier entspannt zu Ende geht, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, in der letzten Runde vor allem wird es hier nochmal total abgehen. Und es geht auch so ziemlich überall ab. Nur bei uns nicht. Schafft Valtteri das gegen Stroll. Der ist eigentlich in einer super Position. Stroll ist da in der Vorrunde vorbei. Bottas ist jetzt schön im DRS geblieben. Das müsste er eigentlich machen können. Das macht er auch. Schiebt sich wieder vor auf Position 7. 6. und 7. fürs Team. Ocon wird 5. Was ein verrücktes Rennen. Das war, glaube ich, somit mein liebstes Vegas-Rennen bisher. Das war so unterhaltsam. Hat echt Bock gemacht. Ist im Endeffekt auch alles gut gegangen für uns. Das spielt da natürlich auch eine Rolle. Unglaublich, Mann. Platz 6. 8 Punkte. Mega viele auch fürs Team. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ohne Scheiß. Richtig, richtig geil. Puh, das war nicht ohne, das war wirklich nicht ohne, aber am Ende sehr, sehr erfolgreich, ja, krass, Magnussen und Tsunoda holen auch Punkte, das könnten die ersten Punkte für RB sein, seit Ricciardo dieses Podium in Miami hatte, oder? Müssen wir gleich mal nachschauen, sehr, sehr viele DNFs, auch sehr viele große Namen vor allem, die hier ausgeschieden sind, Sainz, der seine Strategie völlig verkackt hat, das wird uns, glaube ich, in der WM so ein bisschen in die Karten spielen, genau, Sainz ist da nämlich echt nicht mehr weit weg von uns und somit wird es in Abu Dhabi ganz interessant, da haben wir nämlich dann gegen Carlos und Russell die Chance auf Platz 6 in der WM. Klar, dafür muss dann vieles sehr, sehr gut laufen, ne? Das ist ganz logisch. Aber es ist möglich. Wir sind zumindest in der Position, das schaffen zu können. Nach hinten wiederum kann es nicht gehen. Also wir können nur noch gewinnen dann in Abu Dhabi. Das ist auch eine sehr, sehr coole Situation. Bottas jetzt 12. Für RB war das tatsächlich der erste Punkt seit dem Podium von Ricciardo. In der Konstrukteurs-WM sieht es jetzt so aus, ja, da geht nichts mehr. Da wird es in Abu Dhabi dann um nichts mehr gehen. Schade, aber Platz 5 hätte ich am Anfang der Saison, hätte ich unterschrieben, wie ich so oft so gerne sage. Das ist ja ein Riesenerfolg. Also bei der harten Konkurrenz, bei so guten Fahrern, die hier auch in diesen anderen, hinteren Teams unterwegs sind, ist das ein Mega-Ergebnis. Und ja, das war's somit auch schon von dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Das war, glaube ich, mal was. Das war unterhaltsam. Zumindest beim nächsten Mal gibt's dann das Saisonfinale in Abu Dhabi. Schaltet dort auf jeden Fall nochmal ein. Ich bin mir sicher, dass auch das ein interessantes Rennen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!